Doms gefärbter Harnisch, wie in SG. Wie in SG. Hammergeil, du hast auch da mit Doms Helm Fragezeichen. Alter! Du hast ernsthaft... Oh, ich habe halt Gänsehaut. Schönen Mittwochnachmittag, liebe Leute, und willkommen zu einer neuen Doom-App mit Malte und Dom. Und wir haben eine richtig vielversprechende Map jetzt nach der letzten, die auch schon ziemlich geil war gestern. Haben wir jetzt auch eine ziemlich coole vom lieben DJ Yoshi. Die sieht so geil aus. 3-4, die soll etwas länger dauern und ist auch mit sehr viel Liebe gemacht anscheinend. Hallo Doom, das ist eine PvP Jump-and-Run-Map, besser gesagt ausgeglichene Map. Auf der Map gibt es Level, nach jedem Level gibt es Diamanten. Diamanten sind natürlich der Score. Und Dom, vergiss das mit der SG-Runde nicht. Ach, halt die Fresse, das ist der der ist das. Oh. Okay. Ich verstehe nicht, worum es geht. Vielleicht erklärst du das. Es geht darum, dass ich irgendwie... Hast du versprochen, mit ihm aufzunehmen? Nein. Oder zu spielen? Ich habe mal eine SG-Runde angesagt auf dem Hive und dann hatte der aber einen Proxy-Fehler, ist deswegen disconnected vor der Runde. Und jetzt meint er, dass ich ihm schuldig wäre, noch eine Runde mit ihm zu spielen, SG. Was aber nicht der Fall ist, weil er einfach ausgetimt ist. Aber dann würde ich sagen, also ich finde das schon krass, dass er dich da einfach im Stich gelassen hat, ne? So, wir haben aber danke, noch Essen lieber, drin. Lieber Yoshi. Essen haben wir da drin. Mal mit und irgendwelche Schilder, ich will mal gucken. Dom. Hä? Haltbarkeit 1. Einfach nur Schilder. Jetzt habe ich abgebaut und jetzt ist ein ganz normales Schild. Knöpfe auf die blaue Wolle sind die Tagmacher. Okay. Nice. So, und hier geht's direkt los. Was haben wir? Hier ist der Anfang. No shit, Sherlock. Ah, der gefällt mir schon. Toller Ausblick. Ja. Boah, das sieht echt gut aus da unten. Was? Hammer! Okay, geil. Das ist ein Herz. Das ist ein Herzdingens. Das ist ein bisschen Herzlaberzeug. Boah, du bist ja fast rübergeflogen, Alter. Knöpfe. Hier nur für die Malteter-Pastete. Rote Wolle ist für die Nachtmacher. Nicht schlecht, Alter. Jemand hat mal mitgedacht. Ja. Hier nur für die Doms. Also gefällt mir richtig gut bis jetzt. Hammergeil. Schon mal Props an dich für den Anfang. Der ist sehr viel. Da macht sofort Spaß, weißt du? Leute, da merkt man direkt, da ist irgendwas. Wir haben auch Maps eingeschickt bekommen. Da war einfach nur so hingeklatscht, irgendwie PvP. Ja, komm, ihr kämpft und dann tschüss. Aber das ist geil. Level Nummer 1 PvP mit schwachen Kids. Zwei Dias. Haha, bayerische Lederhosen. Malte Swagger Pan. Alter, das ist auch einfach Malte Swag Cap, Malte Harnisch, Alter. Wie heißt mein Schwert? Malte Noob Schwert. Das ist einfach schön. Malte Goldschuhe. Doms Goldschuhe, Doms bayerische Lederhose, Doms gefärbter Harnisch. Wie in SG. Hammergeil, du hast auch da mit Doms Helm Fragezeichen. Alter! Du hast ernsthaft. Oh, ich hab grad Gänsehaut. So geil, Alter. Ich hab grad echt Gänsehaut wegen dir. Der hat ernsthaft auf meinem Helm, Doms Helm, Fragezeichen gemacht, weil er weiß, dass ich in jeder SG-Runde in Umständen, dass ich immer meine Helme vergesse anzuziehen. Hammer! Alter! Ich liebe dich gerade. Ich nehme mit dir Umständen auf, wenn du weiterhin die Map so geil machst. Okay, das hat er jetzt gesagt, ne? bist du bereit? Nur der Sieger darf die Dias nehmen. 3, 2, 1, go! Warte, wir stellen das mal in die Ecke, oder? Warte, komm. Ja, machen wir hier. Alter Yoshi, du bist mein Held gerade. Der gefärbte Harnisch auch von SG. 3, 2, 1, go! Ja, wie du hämmerst, ne? Wie du hämmerst. Schade, ja, war wirklich schade. Das war so klar, Alter. Ich nehme mir die ganzen Sachen auf, ja. Diamanten. Was? Diamanten ist wahrscheinlich hier, oder wie? Hier, kannst du raus, ne? Okay, danke schön. Kannst du die zweimal eben nochmal reinlegen? Ich möchte mal was gucken. Was denn, ja? Weil irgendjemand hat gesagt, wenn man... Warte, ja, man die so da rein? Wie kann man die nehmen, dass man alle auf einmal nimmt? Aber lass uns das nicht machen, ja? Also nimm deine Dias da wieder raus, aber immer einzeln die, ja? Man kann die irgendwie alle zusammennehmen. Ja, gib mal den anderen nochmal her. So, du musst nämlich Doppelklick drauf machen, ganz schnell. Mach mal ganz schnell auf einen Doppelklick. Dann hast du nämlich beide sofort. Okay, alles klar. Gut. 2 Diamanten. Level 2 Rätsel, Quiz 4 Dias. Hier darf man Kobbel abbauen. Okay. So, 3, 2, 1, go. Der hat die... keine Ahnung. In dem Fall ist es okay. Der hier? Das weiß ich, ja. Frage 2, bei wem sieht man die Abozahlen nicht? Weiß ich auch. Wer hat keinen Zweitkanal? Ah, das weiß ich auch, Alter. Ja, ich auch. Diese Channel gibt es wirklich. Shit. Hammergeil. Okay, hast du Knallskanzkap gewonnen? Ja. Aber geil. Hier geht's auch schon direkt weiter, geil. Level. Das war nice, das war schön, auch mal nette Fragen, also. Ja.
Die Sache ist, wenn ihr solche Sachen fragt, dann, also es war jetzt wenigstens noch so, dass man die Leute halbwegs kannte. Also es kann auch sein, dass, also wenn jetzt zum Beispiel Lukas der Rapper, wenn wir den nicht gekannt hätten, wäre es ein bisschen doof gewesen. Level 4, leichtes Jump'n'Run, 6 Dias, okay? Bist du bereit? Ich stehe. Oh, sorry, ich bin ins Wasser gefallen am Anfang, sorry, ich hatte da dann lass Dingens. Auf dem Block, ja. Auf dem ersten okay. stehen quasi, ja? 3, 2, 1, go! Hä, wo lang? Ach nee, auch so ein Vierer hässlicher Kacksprung. Ding, ne? Okay, ich bin da. Ja, okay. Ich hätte es zwar im einen Rutsch geschafft, aber ich habe ein bisschen länger gebraucht. Enderperle, da Enderkiste, da kann man mal eben wieder zack machen. Gehen wir mal kurz schlafen. Wunderschön. Dann ist hier der Hellmacher. Also wirklich Hammer. Also bis jetzt funktioniert der Läufer. Hammer alles, gute ne? Map bis jetzt. Ich bin echt krass überrascht. Level 4 schwerer Schwert und dann 15 Dias. 15 Diamanten? Ja, lass mal zum Ende hier direkt an den letzten okay. Block von den zwei, ja? Ja. 3, 2, 1, go. Fuck, Alter. Schafft man den? Oh, shit, Alter. Nee, Dom, Alter. Das einzige Schade, was ich jetzt hier finde, ist, dass man so Ewigkeiten wieder dahin laufen muss. Die Betten hätten näher daran stehen sollen. Weil das wird auf jeden Fall noch ein paar Mal passieren. Was? Falls du das zuerst schaffen solltest, werde ich mich auf jeden Fall porten. Oh, scheiße, Alter. Ja, ich kill mich einfach. Ja, slash kill ist, glaube ich, erlaubt, ne? Hä? Aber das ist gay, Alter. Ja, aber willst du die Lava abwarten, oder wie? Nee, eigentlich nicht. Okay, ab jetzt slash kill. Alles klar. Ah, fuck it. Oh Mann, wo soll man denn das springen? Ist das nicht der richtige, der Vierer? Doch, der Vierer ist der richtige, aber du musst ihn, glaube ich, in einem Lauf durchmachen oder so. Das gibt's nicht, es gibt kein Momentum. Momentum? Das ist der englische Begriff für. Ja, ja. Ich weiß schon, was Momentum ist, aber das kenne ich nur aus FIFA. Aber dein Bett ist näher daran als meiner, das ist natürlich auch, ne? Ja, ich sag ja, also das hätte einfach direkt da sein sollen. Aber den Sprung kann man, glaube ich, nicht schaffen. Boah. Ja doch, kann man schon. Ist halt. Aber ich mach keinen Slash-Kill dafür, dass mein Bett näher ist, okay? Nee, mach ich wirklich. Also. Ich glaube, da hier kommt es nicht darauf an, dass man da jetzt Slash-Kill oder irgendwie das Bett 5 Meter. Oh, schon wieder reingefallen. Alter Vater. Also es ist wirklich es ist wirklich nicht einfach, aber 15 Dias sind dafür gerechtfertigt. Aber. Oh, jetzt bin ich darüber gefallen. Wir werden es halt ein bisschen versuchen, aber auch nicht allzu lange, ganz ehrlich. Ne? Also müssen wir ich habe jetzt keine Lust, hier 5 Minuten zu hängen, sagen wir es mal so. Ja. Nee, du kriegst den Sprung nicht hin, so einfach. Also wenn du es aus dem Lauf machst, dann müsstest du dich um 180 Grad im Sprung drehen. Ja, habe ich auch eben versucht. Wir sind übrigens 99 Grad, aber. Meine ich, ja. Ja. Nee. Das ist schade. Also ich finde, das ist jetzt schon wieder Jump'n'Run, was mir zu viel ist. Ja, das ist halt der Frustfaktor. Der ist halt ein bisschen groß. Oh nein, fuck! Oh, jetzt auch noch bei dem, Alter, beim zweiten Sprung haben wir ich bin auch einmal drüber gerutscht. Also, bist du schon einmal an dem Arschlochsprung vorbei? Nee, ich bin noch nicht drauf gekommen. Vielleicht soll man da gar nicht lang springen, aber wo soll man denn sonst? Dann? Na doch, du musst da hängen, glaube ich. Glaub, dass du da hin musst. Nein! Oder? Geht's irgendwo anders rein, auf einer, Alter? Nee, ne? Kann man vielleicht einfach von hier darüber springen? Nee, das sind 5 zu schaffen. Nee, aber also. Kann man von hier? Nee. Ich würde sagen, ich gebe mir noch 3 Tries und dann können wir auch. Nein, ich war drauf, ich bin einfach wieder runtergesprungen. Oh nein. Oh, ich habe so eine Behinderung, ne? Ja, sowieso. Vor allem, ich weiß, wenn wir den Sprung geschafft haben, heißt es ja nicht, dass es leichter dadurch wird. Nö, guck dir die mal an, da sind noch Leitern-Sprünge und. Vor allem, der macht einfach so, gibt sich richtig Mühe mit so einem Jump'n'Run. Und wir sind einfach beim dritten Sprung oder so, oder beim vierten. Und sie sagen einfach, nee, komm, lass mal nicht machen. Okay? Ja, die Sache ist einfach die, auf diese Vierersprünge komme ich einfach partout. Ich komme da partout nicht drauf, ich kann machen, was ich will. Ich kann die eigentlich gar nicht so beschissen, seitdem ich 500 Jumps, wir haben das übrigens durch, ne, 500 Jumps okay. To success. Aber es ist zu wenig Anlauf hier. Normalerweise mache ich das immer mit 2 Blöcken Anlauf, also mit einem, weißt du? Nee, man kann nicht ganz nach hinten sneaken, habe ich irgendwie das Gefühl. Also weil wenn da keine Wand wäre, hättest du ein bisschen mehr Zeit zum Laufen. Also nicht, dass du da mehr Speed drauf hättest, aber dann ist das Gefühl, man kann da nicht rüber. Ich werd noch mal einen Trick ausprobieren, irgendwie, aber ob das was bringt, ich glaube eher nicht so. Trickser, Alter. Ja, Trickser. Doch, ich bin drauf. Wie hast du es geschafft? Ich bin bei dem Sprung davor ganz nach links gegangen und dann quasi mit dem 90-Grad-Sprung sofort, also Doppelsprung gemacht. Hä, ich will das ausprobieren. Ja, dann probier jetzt mal durch. Wenn du jetzt runterfällst, Alter, hasse ich dich.
Oh nein, ich habe den Sprung nicht gesehen. Da war so ein Glasblock, so ein gefärbter. Aber der Sprung ist machbar und auch relativ easy, wenn man den so macht, wie ich ihn gerade gemacht habe. Oh nein! Ich hasse Jump'n'Runs. Habe ich das schon mal irgendwann mal in Let's Plays von uns gesagt? Habe ich das schon mal gesagt bei Doom? Jump'n'Runs sind PvP nicht, ist nicht so lustig und. Oh. Ich habe es jetzt gerade probiert, wie du gesagt hast. Ich glaube, dass die Sache ist, man schafft den auch so, wenn man wirklich am letzten Pixel von dem. Ja, genau. Und du und das springst schafft man, eben, glaube ich, leichter, wenn man das. Nee, so du macht. Springst auch ein bisschen weiter, wenn du. Wenn du Dingens bist. Hä, aber das sind doch nur 4 Blöcke. Man kann ihn doch einfach so schaffen. 4 Blocksprung kriegt man doch easy eigentlich hin. Ich verstehe nicht, warum das da ist. Ja, also es geht so. So ist es nicht, aber. Ja, ich will auch jetzt nicht so lange damit verbringen, nee. Wenn es. Also ich. Naja, keine komm, Ahnung, ich dann, kann auch aufgeben, egal. Dann lass uns es aufgeben. Einfach. Ja, komm, ich will nur mal gucken, was danach kommt. Also ja. Dann werden wir hier rüber gesprungen. Also ich bin bis zu diesem gefärbten Glasblock gekommen. Also dann hier genau, rüber? Genau, bis hier bin ich gekommen. Da hättest du, glaube ich, erstmal hier hingemusst. Hättest du hier hingemusst. Dann kommt wieder so ein Vierersprung. Hätte ich auch wieder nicht geschafft. Das wäre. Hey, jetzt natürlich habe ich den jetzt geschafft, Alter. Fick mir doch mein Leben. Ja, Aussichtsplattform, hier ist wahrscheinlich ein Dingens. Hä, aber wo lang denn jetzt? Ah, nach da. Okay, dann zack. Zack, ja, okay, aber also es wäre auf jeden Fall zu heftig gewesen. Ja. Da musst du ja hier durchlaufen. Hier ist jetzt irgendwie Aussichtsplattform. Ja, du musst, glaube ich, durch diesen Tunnel durchlaufen. Ah, ich sehe ihn, ja. Glaube ich. Ja, genau, 15 Diamanten. Nehmen wir jetzt keine mit. Aus Fairnessgründen natürlich. Bin ich hier richtig? Du musst durch den ganz, ganz dunklen Gang durchlaufen und so. Bin ich hier richtig? Level 5. Dom. Hä? Du bist Level 5 jetzt? Nein, ja, ich glaube, ich war nicht richtig. Oh, ich bin auch wieder, ich bin jetzt bei dir wieder rausgegangen. Das ist halt mal ein bisschen doof. Da wo das Dingens ist. Ja, ich sehe schon. Ich habe da jetzt ein bisschen was abgebaut. Ah, Level 5 mit Lokal starken Dias, genau. Mit starken Kids. Oh, shit. Dom. Oh, das ist natürlich, das ist natürlich hart. Das ist eine harte Ansage, Alter. Ja. So. Eins, das muss ich mir anziehen. Ja, wieso haben wir 2 Pfeile bei unendlich? Weiß ich nicht. Irgendwie seltsam, oder? Ja. Ja, kommst du rein, dann stellen wir uns in verschiedene Ecken oder so. Ach, warte mal. Ich hab, glaube ich, immer noch ein Game Mode. Das sollte ich vielleicht ändern. Ja, Game Mode 2, ne? Achso, jetzt hab ich 0 gemacht, 2. Du hast deinen Schuh auch noch nicht an, du hast einen doppelten Haar irgendwie. Ja, warte, das war genau mein Problem, weil ich noch im Game-Mode war, hatte ich die Sachen doppelt. Okay. Okay, wir haben ein Diaschwert, einen Bogen, 2 Pfeile, 2 Feuersteine und 12 Dinger, ja? Okay. Auf die Plätze, fertig, go. Wow. Du die Pinkschelle da austeilst, ey. Ja, war eine Runde nur? Ja, mal lassen wir das noch eine machen, oder? Nee, passt schon. Das eine Runde war ja gut. Kalibur. Kalibur zu. Nee, NIA zu Kalibur. Ich vergesse immer diese Dinger. Das heißt, ich nehme mir die jetzt einfach alle, ja? Ja, nimm dir die jetzt raus, weil du hast ja gewonnen. Ich bin ja gestorben. Okay. Game Mode 2 ist alles normal. Wunderbar. War das hier? Das war's? Da gibt es Feuerwerke. Okay. Ich habe irgendwas von 90 Minuten gelesen, aber okay. Ach, hier gibt's Feuerwehr. Ah, nice. Wie viel Dias hast du jetzt bekommen im Endeffekt? Ich habe bloß noch eine Ender-Chest. Ich muss mir mal eine cheaten, glaube ich. Dann ja, können wir das. Mal kurz. Können wir mal eben gucken. Whee! 6. Da habe ich jetzt 16. Ich habe 8 nur, tatsächlich. Das heißt, hätten wir das Jump'n'Run, hättest du das geschafft, hättest du gewonnen. Ja. So ein bisschen zu viele Punkte fürs Jump'n'Run, weil das da hätte man ja einfach alleine schon gewonnen. Ich habe jetzt 12 für das PvP bekommen, das war eigentlich auch schon zu viel. Bei so wenig Challenges wäre es eigentlich besser gewesen, wenn eine irgendwie 3 gegeben hätte oder so. Ja, aber ich fand die Detail gerade fand ich sehr geil und vielen Dank dafür, lieber Yoshi. Ja, auf jeden Fall. Hat mir ein Lächeln auf die Nase, wollte ich gerade sagen, gebracht, aber sehr, 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 sehr schön. Lächelt einfach mit seiner Nase, Alter. Und dann sehen wir uns morgen wieder, vielleicht wieder zu einer gechillten Twitter-Runde oder so, oder eben auch zu einer Doom-Map, müssen wir mal gucken, auf Maltes Kanal, auf Broken Thumbs, LP, LP, Broken Thumbs.
Okay, Kondom. Hauen Sie rein. Dom, dumm, ja. Kondom. Kondom, die. Ist im Game Mode? Nein. Aber ich, ja. Wieso schaffe ich es nicht, dich anzubringen? Ja, weiß ich nicht. Bisschen zu doof bist wahrscheinlich. Ja, Leute, komm, hauen Sie rein. Wir sehen uns bald wieder. Und dann bis morgen. Tschüss, Sikowski, lieber Malte. Ciao. Sikowski, lieber Malte. Warum bist du denn so gut im PvP? Hallo, okay, ich hab dich gerade richtig auseinandergenommen. Hab ich dir gesagt, du bist gut im PvP.